So, herzlich willkommen an alle, die das mitgucken möchten. Willkommen bei 24UFM, heute nur mit mir, dem Marc. Und das Industria, das habe ich mir jetzt neulich geholt, ist ja relativ frisch. Ich bin mal gespannt, wie der Half-Life-Klon so ist. Ich liebe ja solche Spiele. Jetzt relativ günstig auf Epic Games gezogen. Und ja, ich habe schon das eine oder andere halt geguckt, deswegen weiß ich auch, dass es ein bisschen so an Anlehnung an Half-Life ist und ich weiß auch, dass die Entwickler da gesagt haben, Mensch, die Leute sollen sich bloß nicht zu viel erwarten, weil, ja, erstes Game, wir trauen uns an Eco-Shooter und gleich die Vergleiche mit dem Half-Life zu ziehen, was ja wirklich eine Legende ist bei den Spielern oder generell, ich habe es auch gezockt, das war richtig mega geil damals, von daher... Ich hoffe nur, dass es nicht zu... Also ich habe nichts gegen Erkundungspassagen, Laufpassagen, bloß wenn es dann zu wenig passiert. Mal schauen, wie viele Gegner so kommen und wie so die Story vor allem ist. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich würde sagen, erwartet kein professionelles Gaming. Ich bin eher so der... ja... Mal gut, mal schlecht. Von daher, wir legen los. Spiel laden. Ich will nicht laden. Aber da müssen wir wahrscheinlich... halt weiter. Ich will ja ein neues Spiel. Normal, Hardcore. Ich mach normal. Ist mir immer das Liebste. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Ich bin richtig heiß drauf. So, ich muss kurz da noch was wegklicken. So. 9. November 1989, 20.12 Uhr, Berlin, Deutschland. Und es klingelt das Telefon. Scheiße. Ah, wir wachen gerade auf. Okay. Ich habe Frauenhände. Hallo? Nora Solheim here. Nora, where have you been? Walter? Wait, I just came in from the office. I just fell asleep on the sofa. I was dreaming of really weird things. Are you still in the office working? Yes, I saw you leaving. Listen, our central processing unit, Atlas, is out of control. I just discovered parts of it all over our servers. We'll just shut it down then. Impossible. It's spread too far already. But there is something else. People are gathering at the checkpoint Bornholmer Strasse. Okay. It's happening. Comrade Schabowski publicly said that the wall is open in a press conference just 1 hour ago. Wait, what? They closed down the office. Stasi is already here. They are taking everything apart. But all the work, it can't be for nothing. Nora, I have to stop Atlas. Wait, let me come over. We'll figure it out. No, I don't want to draw you into this. Was muss starten, Nemesis? What do you mean you need to leave? Walter, wait, stop. Walter, wait. Walter, hello? Walter, das ist schlecht. Ich habe deutschen Untertitel eingestellt. Beziehungsweise, nee, ich habe es glaube ich ausgestellt und deutsche Sprache, aber das tut mir jetzt leid, wahrscheinlich ist, das können wir aber noch ändern, weil es ist nicht schlecht, wenn man es versteht. Warte mal, Audio. Wo ist denn das? Wo kann man das einstellen? Wo kann man das einstellen? Untertitel. Wo war das bitte? Weil ich hätte ganz gern schon gecheckt, um was es da geht, ne? Man versteht es nämlich nicht so toll. Wo ist denn bitte, Untertitel jetzt? Untertitel ein? Wieso ist das wieder auf Englisch? Ich hab's doch auf Deutsch gestellt. Jetzt gucken wir mal, vielleicht sprechen sie sogar Deutsch. Das wäre natürlich nicht schlecht. Am Übergang Bornholmer Straße sowie Neukölln an der Sonnenallee. Dort werden nach unseren Informationen bereits die ersten ausreisewilligen DDR-Bürger über die Grenzen gelassen. Die Grenzpolizisten scheinen hier an der Invalidenstraße wohl noch keine Weisungen dieser Art erhalten zu haben. Bis zu diesem Berliner Zeitpunkt Dialekt. Werden die Ostberliner auf der anderen Seite weiterhin zurückgeschickt und auf morgen in der Früh um 8 vertröstet, um sich dann einen entsprechenden Stempel bei der Volkspolizei abzuholen. Damit gehe ich zurück ins Studio. Der hat keine Audio-Bild-Synchronisation.
Okay, also irgendwie Kollege angerufen, J-Tagebuch, pass auf. Irgendwas stimmt nicht mit Walter und er redet davon, gehen zu müssen, okay. Finde Walter. Gut. Finde Walter. Mal schauen, was wir hier jetzt haben. Wir sind aufgewacht auf der Couch. Wir scheinen eingeschlafen zu sein. I really need to look for Walter. Just hope he didn't do anything stupid. Ja, wir können das Untertitel ruhig ein bisschen größer lassen. Ist immer schöner zu lesen. Ne? E nehmen. Jetzt kann ich einen Eimer nehmen. Okay. Einen ganzen Scheiß von der Arbeit hier rein in den Eimer. Okay, das kann man also. Ich sehe schon. Ich sehe schon, das Spiel ist darauf ausgelegt, alles zu nehmen und es dann auf Feinde zu werfen. Was ist denn jetzt los? Juhu! Oh, hier. Da fängt schon die Anomalie an. Da geht es schon durch. Jetzt ist es unter den Tisch gefallen. Okay. Was ist das? Eine Kugel. Was soll ich eigentlich damit? Ich kann das alle. Die Stasi hat die andere vielleicht schon. Okay. Ah ja, dann ist die Sprache von ihr doch Englisch und es ist gar nicht schlecht, dass wir Untertitel haben. Jawohl. Erstmal einen Schluck Kaffee, ne? Hier. Ja. Okay, die Physik des Spiels ist natürlich bei Weitem jetzt nicht so ausgereift, weil wäre schön gewesen, wenn ich die Kanne kaputt machen kann. Oder hier. Zack, Bumm. Ne, geht nicht. Aber schön. Schön, wenn man es wenigstens nehmen kann, ja. Mal das Geraffel hier aus. 1989, das waren noch Zeiten, ne? Das waren noch Zeiten. Taschenlampe habe ich keine. Staubsaugen, erstmal Staubsaugen hier. Pass auf, jetzt stolper ich gleich über den Staubsauger. Ja. Ja, wir können nicht allzu viel tun. Ah ja, da ist ein Bild von unseren Söhnen oder. Da ist bestimmt Walter zu sehen. Erst nochmal frisch machen. Ja, man kann sich ja halt gar nicht waschen und nix. Okay. Warst du schon? Ist so relativ kleine Wohnung, ne? Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal raus, ne? Wohnungstür wieder zumachen, dass keiner reinkommt. Draußen alles normal, ne? Hier ist noch alles normal. Vollmond. Ist fast wie in echt. Ich glaube, wir haben hier jetzt auch Vollmond. Oh, da unten steht schon ein Auto. Ist das unseres? Mal gucken. So, der Hausflur ist ganz schön gemacht, ne? Auch polierte Vinyltreppen. Oder ist es Marmor? Ich glaube es fast nicht, aber es ist eher Stein. Hausfrau ist gründlich. Gut geputzt. So. Wo geht's jetzt raus? Ah. Ja, haben sie mich verarscht? Nee, da geht's raus. Okay. Ah, ist schon cool gemacht. Ist schon cool gemacht. Finde ich nicht schlecht. Da können wir nicht rein, okay. Also müssen wir da entlang laufen. Wir sind ja hier eingesperrt, ne? Was die da für Experimente wieder machen, da bin ich jetzt mal Heidi Witzka, echt. Haben wir irgendwie wie eine Karte oder so? Nein, haben wir nicht. I, Inventar, nein. F, G, H, L, irgendwas? Nee. Ich werde mich nochmal ganz kurz mit Tastaturbelegung. Okay, Rennen ist Shift, ist klar. WASD. Aktion E ist klar. Q heilen, okay. F Lampe. Haben wir aber noch nicht. Werfen, drehen, Inventar ist Tab, okay. Das ist klar. Waffe wegstecken, H. Ist auch wichtig. Und Tab. Was haben wir hier zu sehen? Da sind noch nichts drauf. Lauter leere Polaroids.
Okay. Benutzen. Ah, das werden wir wahrscheinlich dann, wenn es soweit ist, ne? H, F. Ne, hab ich alles noch nicht. Okay. Nicht schlimm. Rosa Klopapier. Das ist auch geil. Wow, da geht's schon richtig ab hier. Der Boden bebt. Okay. Volkspolizei. Geiles Auto. Telefonmann, bin der Telefonmann. Where is everyone? Keiner da. Muss ans Telefon. Mach auf! Ich komm gar nicht drüber, ne? Eine brillante Maschine, also versucht wie ein paar Wochen. Was? Was ist jetzt los? Also versuchten wir. Finde Walter. Also wir müssen erst Walter finden und dann hier. Zweite Notiz. Also versuchten wir ein paar Wochen später etwas Größeres, etwas Komplexeres, eine Ratte. Mit dem lebenden Ratte in der Kammer starteten wir den Test und wie die Anlage anfing hochzufahren, war dieses etwas wie eine schwere rhythmische Stoßwelle aus dem Schacht kommend. Okay. Ja, ich spür's. Wo geht's hier lang? Sicherheitszone, Dokument bereithalten. Brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht. Dann können wir runterfahren. Ich schaue nochmal, aber wahrscheinlich da vorne. Ob wir jetzt irgendwo reinkommen. Ne, da ist auch zu. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Aufzug. Erstmal wieder abwärts, ne? Naja. Jetzt kommt gleich Fahrstuhlmusik. Wo geht's denn hin? Ich seh's nicht. Am I still dreaming? Nein, wir träumen, glaube ich, nicht mehr. Focus. Walter? You Walter! Beweg deinen fetten Arsch hierher, Walter. Atlas System. J-Tagebuch. Walter ist nicht in seinem Büro. Ich sollte mir seine Schlüsselkarte nehmen und bei der Maschine nach ihm suchen. Okay. Polaroid. Das zeigt mir an, wo ich hin muss, ne? Bei der Maschine. Also den Gang entlang und hinten ist so ein Kästchen. Das wird schon passen. Also Schlüsselkarte. Was kann man hier machen? Ach Gott. Na naja, gut, das ist aber auch blöd, wenn man alles... Item aufgenommen. Walters Keycard. Ach, das ist cool gemacht. Okay, das sieht man hier, was man praktisch aufgenommen hat. Das ist schön. Einwandfrei. Erstmal die Tastatur in die Ecke hauen. So billig gelump. So. Was haben wir hier? Uhrzeit. Okay, wir haben. Moment. Im Spiel. 8:30. Boah, da geht's aber ganz schön ab. Benutze Objekt. Tab. Ah ja, okay. Dann Return, oder? Ne, eh benutzen. Jawohl. Los. Kann ich sie jetzt wieder rausnehmen? Nein. Die bleibt also da drin stecken. Dann werde ich sie hoffentlich nicht nochmal brauchen. Bandmaschinenarchiv. Material. Oh, das schaut sehr gut hier. Wow. Hier ist alles durcheinander, ey. Ich schau bloß mal rein, weil es mich auch immer interessiert, was die Programmierer sich so, was die da gestaltet haben. Wäre eigentlich schade, wenn man dran vorbeirennt. Okay. Tonbänder, alte Tonbänder, was haben wir hier? Codeliste November, 5.11.1912, okay, sagt mir jetzt nichts. Brauche ich aber vielleicht, das weiß man nicht. Wir nehmen es mal mit, ne? Was steht auf der Tasse? 15 Agrees of Broken Mugs. Acres. Okay, dann weiter. Was haben wir hier? Oh, das ist ja ein geiles Gefährt. Was steht hier? Kann man nicht lesen, ne? Nee.
Boah, hier geht's voll ab, ne? Die Hütte explodiert gleich, glaube ich. Aber ich denke, was ist das? Ach, das ist die Tür. Ah, Tagebuch. Den Code finden. Ich brauche einen Zugangscode, um die Maschinenkammer zu kommen. Okay. Beim Aufzug. Oder ist das der Aufzug? Den Code. Ja, wo kriege ich jetzt den Code her? Ich habe doch die Codeliste gehabt, ne? '89, 9.11. Also ich denke das aktuelle. 2309. 2309. Drei, null, neun. Ja, sehr schön. Erstmal desinfizieren. Er ist schon cool gemacht. Echt geil, so richtig 70er Style. Oh, wow, wow, wow. Was haben wir hier? Oh! Ich glaube, jetzt wird es langsam. Heftig, heftig, heftig. Boah, das schaut ja geil los. Ich glaube, den haut's gleich runter. Wow! Ha. Heftig! Ah, jetzt geht's da auf, okay. Wir schauen mal rein. J-Tagebuch. Die Schockwellen haben den Kran zerstört. Ich muss einen anderen Weg zum Sender finden. Also ist schön gemacht, das Menü. Das gefällt mir. Ist gut, gut, gut. Ich weiß nicht wohin, aber ich denke, das ist relativ geführt, ne? Boah, wir sind halt mittendrin. Jetzt was passiert. Du hast es getan. Er hat es tatsächlich getan. Er ist in die Maschine gegangen und nur Gott weiß, wo er jetzt ist. Meine letzte Hoffnung ist es, jetzt ihm hinterherzugehen. Okay, okay, okay. Also ich finde es schön, schön übersichtlich, passt, einwandfrei. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Brillanter Idiot. Tja, was können wir da jetzt machen? I'm coming for you, Walter. You can't leave me here. Muss ich mich da reinstellen, oder? Wow, 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 wow. Was passiert jetzt? Damn
Starting Success Error Error. Ach, jetzt müssen wir rausfinden. Okay, es muss jetzt irgendwie rausfinden. Was soll ich denn da jetzt machen, ey? Notizen. Da findet man halt auch nichts jetzt hier drin. Das sagt mir alles nichts, ne? 2B. Ja, 2B und dann. Hier liegt. Ne, 1A. 1A. Aber das habe ich nicht da, ne? 1B. Aber 1A ist da hinten. Okay, dann probieren wir das einmal. Check ich für jetzt nicht, was ich da machen soll. Ach, 2B. Habe ich gecheckt. Was aber lesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? Finally. But get me the hell out of here. Okay. Vor lauter hab ich gar nicht auf den Monitor geschaut. Alright. This feels so weird now. Wow. Oh shit. Oh my god, is this right? Geil. Der Hive ist eine intelligente künstliche Fraktion, die manchmal auch im Rudeln, was? Ja. So viel zur Dauer der Anzeige. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich im alternativen Berlin, wie es geheißen hat, ne? Did you hear about this person who appeared in the Institute?
front of one of the machines. Oh, ich liebe das. Ist schon geil. Ist schon geil. Sehr gut. Dieses Mystische. Okay. Walter, bist du's? Wer ist das jetzt? Okay. Der schwebende Mann. Die schwebende Frau. Hier kann man auch nichts drücken. Oh, Taschenlampe wäre nicht schlecht. Was soll ich jetzt machen? Hallo. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Boah, muss das mal finden, die doofe Tür, ey. Aber das ist immer das Gleiche, ne? Nee. Manche Waffen können Gegner etwas aufhalten. Mach dir das zum Vorteil. Manche Waffen können Gegner etwas aufhalten. Ja, ich hoffe es doch. Ja, cool. Wo sind wir jetzt? Der Hive. Walter? Was soll ich denn mit dem ganzen Giraffe immer, ne? Alles schön gemacht, schön gemacht. So, Testdatum 4.6.19. Testprotokoll. Testprotokoll Nummer 32. Aber da ist nichts, man kann es nicht anschauen. Also ist nichts weiter, aber ich denke, wir müssen das aufsammeln. Bam. Zur Präsentation. Okay. Wir schauen uns hier mal um. Ach, wenn es immer alles benutzen müssen, muss halt mal benutzen. Kann man hier was klicken? Nein, kann man nicht. Okay. Ein Samovar. Ja, da können wir bloß raus hier, ne? 10 Jahre. Rosendahl. So, benutzen. Mal kurz noch gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein. Walter!
Vielleicht sollten wir mal so ein Fass mitnehmen. Ne, das können wir gar nicht werfen, das Fass, ne? Irgendwas. Oh, da ist eine Ratte. Ach, jetzt haben wir eine Taschenlampe. Nee, das ist doch so ein Projektor, oder? Use Lamp. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir mal eine Lampe. Geil, geil, geil. Okay. Ventilrad können wir brauchen, bestimmt. Müssen wir jetzt bloß gucken, wo wir das Ventilrad anbringen müssen. Wahrscheinlich da. Oder hier, oder? Ja, das sind diese Rätsel wieder. Wo man jetzt nicht weiß, okay, wo bringe ich das Rad an? Pavel aus der Kommunikationsabteilung hat mir heute dieses Telegramm übergeben. Der Junge war etwas durcheinander und in seiner Hand hielt er die Nachricht, um die sich alles dreht. Ich versuchte zu verstehen, was auf dem Papier zu erkennen war. Wer ist der Absender, fragte ich, aber der Junge wusste es nicht. Der Telegraph hatte es am Morgen einfach ausgespuckt. Okay, wir müssen vielleicht noch mehr so Dokumente finden. Also hier ist definitiv kein Ansatz für ein Rad. Dann ist es vielleicht draußen. Da kann man nichts anbringen, ne? Aber das ist doch logisch, dass ich eigentlich das Rad da vorne brauchen werde, oder? Es ist doch jetzt nur logisch. Oh, die Taschenlampe hat einen Verbrauch, okay. Kann man hier irgendwas anbringen? Nee, das ist eigentlich ist logisch. Vorne an dem Kasten. Aber wieso lässt sich das nicht? Kann man das irgendwie gebrauchen? So, wo komme ich hin? Also E macht er nichts. Er will es nicht gebrauchen. Ventilrad, E benutzen. Ah, geil. Okay. So geht's also. Batterie, sehr schön. Also was wichtig ist, nimmt er automatisch. Speichern. Ah, das ist ja geil gemacht. Ist ja wie bei Resident Evil jetzt. Mit dem Speicherplatz. Sehr schön. Na, der schaut aber auch nicht freundlich aus.
Jetzt brauchen wir bloß noch eine Waffe, ne? Oh, da haben wir schon mal eine Axt. Sehr schön. Bäm! Das heißt, wir werden ihm gleich begegnen, wahrscheinlich. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht klar um die Ecken kommt, ne? Wir machen nochmal Folgendes. Ich speichere nochmal. Weil dann habe ich nämlich die Axt gespeichert. So. Oh, was war da? Da hat er was genommen. Ah, er speichert automatisch, okay. Da vorne steht er. Boah, da stehen aber mehrere, ne? Okay, Waffen. Oh, da sieht man mal, was ich für Waffen habe. Ja, cool. Hier Maschinengewehr, Schrotflinte, Sniper, kriegt man alles noch. Ja, geil. Kann ich jetzt da Licht anmachen oder sehen mich die? Die Vögel zwitschern. Kann man schon vorstellen, dass die mich sehen. Okay, es ist nicht gleich so radikal, ne? Licht an und die sehen dich und gleich bam. Die sagt gar nichts. Der Aufzug in der großen Halle funktioniert nicht. Wenn ich irgendwie eine Stromzufuhr bekomme, erreiche ich vielleicht die Oberfläche. Okay, okay. Das ist ein terrible place. Starte den Aufzug. Ja, aber ich will die Typen da umbringen. Warte mal, da ist doch noch was. Das muss ich mir krallen, da das Zeug. I don't know who you are, but if you want to live longer than 5 minutes, you should probably get the hell out of there. Then tell me how. The elevator needs power. The steam machine through the door underneath me are your only hope. Who are you? Hey, wait, wait, come back! Okay, den Typen, ja. Da gibt's anscheinend irgendeinen, der uns immer ein bisschen sagt oder hilft, was zu machen ist. Am gestrigen Abend wurden die königlichen Wissenschaftler im Institut für angewandte Wissenschaft Hakavik sehr überrascht aus ihrer Arbeit gerissen. Während Arbeiten an einem noch nicht veröffentlichten Projekt am Institut erschütterte eine Explosion das gesamte Gebäude. Unmittelbare Nachbarn beschrieben den Vorfall als erdbebenähnliche Erschütterung, die etwa 20 Minuten lang dauerte. Als sich der Rauch legte, stand ein elegant gekleideter fremder Mann vor den Wissenschaftlern. Die Polizei nahm den mysteriösen Mann fest und befragte ihn derzeit im Präsidium. Okay, dann ist Walter im Präsidium. Wir müssen uns hier definitiv umgucken und aufsammeln, was geht. Maschineninvasion. Ah, geil. Nitric Acid, okay. Kann man da noch was nehmen? Cool. Und das? Wer ist da? Kann man da was draus machen?
Acid. Ich nehme jetzt mal mit, was geht, ne? Kann man bestimmt brauen. Man nicht auf. Ich habe gedacht, da kann man was rausholen. It's rusted over. Maybe I can find something to remove the rust. Ja, scheiße, wie geht es? Tab. Okay, das geht nicht. It's rusted over. Maybe I can find something to remove the rust. Ach, das muss ich schmeißen. Oder? Aber wie geht denn das? E nehmen. Kann man das irgendwie... Ja, benutzen, toll. Und jetzt? Das muss man irgendwo zusammenmixen, oder? Geil. Sehr schön. Aber Pistole habe ich noch keine gefunden. In the place with the books where green and white meet. In the place with the books. Also ich weiß jetzt nicht, wie man das zusammenmixen soll, ne? Schwefelsäure und Salpetersäure. Gut. Und wie mixe ich das? Wo geht denn das Ding dahin? Das geht dann auf. Da komme ich nicht hin. Und das geht auch dann auf. Was sagt denn eigentlich, wenn ich einen Aufzug starte? It seems to be missing power. Genau, das ist ja noch der Strom, den wir brauchen. Ich muss doch irgendwie... Da muss ich irgendwas machen können. Da ist doch was zum Zusammenmixen. Ah ja. Okay, dann müssen wir jetzt praktisch... benutzen. Und hier... müssen wir jetzt das benutzen. So, und jetzt aufdrehen, kochen. Oh. Kann man jetzt was nehmen? Ja, erhitzen. Propan, Schwefelsäure, Acid, okay. Gut zur Rostentfernung, aber wo ist jetzt das fertige Ding? Ach, das muss man wahrscheinlich so lang machen, bis...
Da muss ich Linksschwefelsäure. Linksschwefelsäure. Schwefelsäure. Und hier das andere. Okay, wir müssen noch mal was holen. Kriegen wir schon hin. Also Rechtsschwefelsäure. Rechtsschwefelsäure. Sulfurik. Und links Essig. Also. So. Und jetzt erhitzen. Und wieso platzt das jedes Mal? Wieso platzt das jetzt? Erst weitere Zutaten hinzufügen. Also wenn... Rechts muss Schwefelsäure. Wieso platzt denn das dauernd, die Scheiße? Da kann man mal einer sagen, was das bitte soll. Ich kann ja nichts. Ich. Das geht ja nicht. Ach so, ich hab die falschen. Also Apatit brauchen wir. Apatit und Schwefelsäure. Das ist aber das Sulfurik. Das ist es. So. So, ganz normal. Rechts Schwefelsäure, das da. Und links jetzt Apatit, das da. Jetzt müsste es klappen. Jawohl. Geil. Ja, okay, man kann auch nur eins herstellen. Rust Remover, okay. Super.
jetzt geht's. Sau cool. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das nicht geht, ne? Das ist ja klar, wenn du die falschen Chemikalien hast, geht's nicht. Ja, muss ich da jetzt runterhupfen oder? Da lässt sich nichts machen, ne? Die Frage ist, komme ich dann auch wieder hoch? Hoch, ne? Aber ich komme dahinter. Das bringt mir aber auch nicht weiter. Oh. Wahrscheinlich, ne, hätte ich auf dem Band? Ne, muss ich nicht. Puh, gucken wir mal, ob man nicht. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht. Okay, okay. Da geht's hoch. Schön wäre halt, wenn man mal eine Pistole hätte. So. Wir müssen da wahrscheinlich noch mehr einschalten. Was haben wir jetzt aufgenommen? Tindersticks. Mir bloß. Kann man das eigentlich auch wieder fallen lassen? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel aufgenommen. Okay, da kann man nichts machen hier. Müssen wir wieder runter oder mal gucken, hier sind wir. Jetzt sind wir hier, okay. Dampfkontrolle, ja. Dann geht's nochmal weiter. Müssen wir irgendwie den Kessel erst zum Laufen kriegen. Sollte schon was passiert sein, ne? Okay, Kohle ist drin. Jetzt müssen wir irgendwie das Ding anschmeißen. Ne, geht noch nicht. Ja, sind schon verzwickte kleine Rätsel. Die Kiste können wir nicht nehmen. Kommt man dahinter? Nee. Okay, ich komme da gar nicht mehr hoch. Ist jetzt auch scheiße. Irgendwo muss ja was zum Starten sein. Komm ja auch nicht mehr hoch.
Scheiße, wie komme ich jetzt da runter? Also, beziehungsweise, was mache ich jetzt? Hier tut sich nichts. Wasser ist auf. Da kann man nichts mehr machen. Oh, wie geht's denn jetzt weiter? Muss ich doch irgendwas machen mit dem... Irgendwas muss man doch hier noch machen. Tindersticks. Ah ja. So. Jawohl. Der Aufzug gehen, ne? Mach zu. Boah. Heftig. Der hat mich jetzt fast getötet. Der Fahrstuhl hat mich schon mal eine Etage höher gebracht. Ich sollte weiter durch die Gänge Richtung Oberfläche gehen. Es kann nicht mehr weit sein. Boah. Das war jetzt knapp. Weil ich habe immer noch keine Pistole, ne? Spiel gespeichert. Sehr schön. Aber was soll ich jetzt hier? Jetzt komme ich nicht weiter. Oder hier? Doch. Oh. Ah, okay. Mann, das ist schon geil gemacht, das Spiel. Echt. Ist richtig schön. Oh. Den müssen wir kaputt machen. Wir müssen sparsam sein. Jetzt habe ich voll geschossen. Wow. Nicht gut. Sparsam, sparsam. Wo habe ich jetzt auf einmal die habe ich dann von dem bekommen, ne? Ja, geil. Aber das war jetzt natürlich ein bisschen unnötig. Somebody there? A human voice? Hello? It's you. You made it up the
elevator. Congratulations. Who are you? Well, that's what I wanted to ask you, because, you know, you came here, not the other way around. Well, I'm, just a traveler. Well, I mean, after saving your life, I kind of expected a tad more information. Okay, I come from, different place. And I'm just here to look for someone who arrived here just before me. Well, welcome to Hakkavik then, woman from a different place. I have some bad news though. Nobody's come here in over 20 years. That can't be. Well, maybe it can't. But it's the truth. This city was evacuated 10 years ago. Well, maybe then you just missed him. Maybe you just... I mean, you can hardly miss the machine growling and shaking the whole block. It hasn't been doing that for a long time, you know. Listen, you're in danger here. Be for the best if you were to leave this building first. I'll tell you more outside. 20 years? 20 Jahre, heftig. Something is not right here. Ich find's schön gemacht. Ich find's echt schön gemacht. Ich muss mal schnell. Die Musik ein bisschen lauter machen. Finde ich geil. Die klar abgehen hier. Bäm! Wassermine. Boom! Nee, Gott sei Dank nicht. Alles verschlossen. Ja. Was soll ich jetzt da drin? Ach, das muss ich was. Hä? Hä? Ach, da ist eine Leiter. Ach, das ist gar nicht geschnallt jetzt. Okay. Ja, sehr schön. Jetzt bin ich wieder oben und toll. Und jetzt? Gut, das ist jetzt ein anderes Abteil. Jetzt bin ich hier, okay. Da kann es weitergehen. Da ist nichts drin. Da ist offen. Warte mal, ich teste da schnell. Aber dann wird es nicht weitergehen. Nee. Dann können wir hier durch. Okay. Hier ist eine kleine sinnlose Ecke. Eine architektonisch sinnlose kleine Ecke. Was ist hier? Okay, wie komme ich jetzt? Halt, da ist auch noch was. Da geht's weiter. Jawohl. Oh, endlich. Oder? Was haben wir denn jetzt?
Ach so, nee. Das ist schon die Munition. Wir haben jetzt 27 Schuss und 15. Okay, das ist ein bisschen was. Aber wir bleiben erstmal bei der Spitzhacke. Ja, richtig schöne Spitzhacke von Rust. Da könnte einer lauern. Oder beziehungsweise, müssen wir mal gucken. Da kommt uns bestimmt wieder einer. Some sort of cafe. Cafe. Mhm, ja, ich sehe es. This music is creepy as hell. A little aid to calm you down. You're welcome, by the way. You're nearly there. I'm not sure if the music helps or makes it worse. Was haben wir hier? Öffentliche Stellungnahme. Bürger von Hackerwick. Zu meiner großen Enttäuschung musste ich erfahren, dass die laufenden Angriffe, unter denen ihr all die jeden Tag leidet, mit hoher Wahrscheinlichkeit von unserem Nachbarstaat Wefelstadt organisiert oder zumindest mit unterstützt werden. Wir werden alles in unserer Möglichkeit stehende in Bewegung setzen, um uns gegen diese Gefahr zu verteidigen. Ich bitte nun euch alle um euer Vertrauen. Wir schaffen das nur zusammen. Euer gewählter König Rosendahl. Witzig. Bam! Down by the river. Irgendwas geht hier ab. Irgendwas geht hier ab. Die Dinger sind scharf, die sind rot. Ich höre was. Ah, jetzt sind wir doch hier oben, wo wir vorhin den Fahrstuhl hatten. Genau. Ne, dann wird es da weitergehen. Es geht nie ab. Aha. Wahnsinn. Ach, Szene verlassen. Ich wollte doch noch gucken. Oh. Interaktive Items haben einen leichten Schein, um sich... Ja, okay. Das haben wir schon rausgefunden. Meine Gesundheit ist nur auf halb, sehe ich gerade. Ach, jetzt sind wir wieder in so einer komischen Bücherwelt. Okay. Also so diese Spiegeleffekte und so, das ist gut gemacht. Years of death, years of despair. They are where does it come? Fallen da Leute runter? Ja. Ich muss wieder eine Tür finden. Okay, da geht's nicht weiter. Schon komisch. Wir gehen nochmal die Treppe hoch, hätte ich gesagt. Da hinten ist wieder eine Tür.
Das ist jetzt das gleiche wie vorhin. Schaut so aus, ne? Okay. Oh. Zuerst fliegt er auf, jetzt fliegt er wieder runter. Was das zu bedeuten hat, weiß ich auch noch nicht. Okay, dann wird es wahrscheinlich wieder die Tür da sein, oder? Ja. Gott sei Dank ist er an der gleichen Stelle. So, und jetzt wird es uns wieder irgendwo rauskatapultieren, wo wir aber nicht wissen, wo. Durchsuche Schränke und Schubladen nach Munition. Die Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Also bis jetzt war keine Gefahr in dem Sinn, aber gut zu wissen. Find him. You're just attracting more of the machines that way. Well, I'm all open for suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. You see the building on the hill? Where all those cables lead to? That's the town hall. Well, it used to be. And? Just go there. It's safe up on the hill. And you might find information about your missing... What was the name? Walter Rebel. Walter Rebel. And don't die, please. I'm actually starting to enjoy our conversations. Stirb mir nicht weg. Ja, das hoffe ich, ne? Ich hab das Tagebuch. Spiel gespeichert ist schon mal gut. Halt Taschen damit brauchen wir nicht. Das Rathaus soll wohl sicher sein und eventuell finde ich Spuren von Walter auf dem Weg dorthin. Okay. Gut, das Spiel erscheint aber jetzt nichts zu sein, kein Spiel zu sein, wo irgendwie versteckt was rumliegt. Nichtsdestotrotz schaue ich mir gern, wie gesagt, alle Ecken ein bisschen so an, weil es ist schon schön gemacht. Vor allem sehr mysteriös mit diesen ganzen Maschinen. Und da steht doch schon wieder ein Kumpel. Gut, die sind relativ leicht zu erledigen, wenn... Schauen schon doof aus, die Dinger, ne? Hallo! Wenn ich gerade 10 komme von denen, dann passt's. Kann ich den von hinten angreifen? Okay. Ah, lauf doch nicht davon. Okay, da stehen mehr rum. Ah, oh, da stehen einige rum. Ich hätte mir aber schon. Ich hätte mich schon ganz gern umgeschaut, ne? So ist es nicht. Boah, ich müsste mich immer heilen, glaube ich. Ach, Kuh ist heilen. Ja, jetzt habe ich mal eine. Ja. Wo kriege ich überhaupt Heilung her? Das ist die nächste Frage. Jetzt eine Flasche habe ich gehabt und die habe ich jetzt verbraucht. Weg gut. Oh, hier gibt es zwar einiges zu durchsuchen. Hey, wow, 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 wow. Da werde ich noch auf viele Feinde treffen. Außer jede Tür ist verschlossen, okay. Aber das soll man sich erstmal auskennen. Das ist ein Hinterhof. Da kann ich mich wahrscheinlich nicht verlaufen. Jetzt wollen wir bloß hoffen, dass wir da was Schönes finden. Ah, kann man sie doch zerschlagen.
Ja, geil. Und ich... Oh, und ich habe die ganzen Kisten... Die ganzen Kisten praktisch dann... Boah, wie viel Zeug hätte ich schon bekommen können, wenn ich die ganzen Kisten zerschlagen hätte? Das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade. Ich hätte ja einiges mehr gekriegt. Schade, 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 echt. Fuck. Fuck, das ärgert mich jetzt. Aber gut. Wird schon lange was machen. Müssen wir jetzt alles gut durchsuchen. Halt, da hinten war ich noch nicht. Aber da ist nix. Ist nix. Gut. Oh! Boah, scheiße! Okay, der ist hoffentlich tot. Auf einmal sind keiner unterwegs, nur Maschinen. Auf einmal schießt einer auf mich. Das ist ja auch. Oh, der nimmt es automatisch. Okay. Bin mal gespannt, ob man das kaputt machen kann. Schade, hier ist nichts. Kann man das kaputt machen? Cool. Nicht cool. Nicht cool, da kommt ein Roboter. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann muss ich die jetzt da drin erledigen. Kommt noch rein, kommt, komm, komm. Jetzt möchte ich mal wissen, halt man eigentlich von selber so mit der Zeit oder bleibt es so? Ich guck mal gerade. Oh, da ist eine Flasche. Sehr gut. Dann werde ich mich aber jetzt heilen. Ja, weil gehe ich jetzt kein Risiko ein. Ah ja. Pistolenmunition, sehr gut. Nochmal Munition. Oh, Schreibmaschine, super. Und Kisten. Ist echt wie Half-Life, Kisten zerstören. Ist zu, okay, dann hätte ich gesagt, hier nochmal speichern, oder? Machen wir mal einen zweiten Speicherplatz. Okay, wir schauen jetzt da hinten nochmal rum. Schießt da einer runter? Nee. Hoffentlich nicht.
Ah, das ist hier, okay. Da waren wir schon, oder? Nee, waren wir noch nicht. Aber da ist nichts, ne? Da ist nichts. Mal kurz nachladen. Da ist voll, okay. Sehr schön, Pistolenmunition. Da sind wir hergekommen. Da ist jetzt noch mal einer hintergelatscht. Wo ist der? Der ist nicht da. Dann können wir eigentlich hochgehen, ne? Geil! Oh! Scheiße. Umsonst verballert. Aber jetzt haben wir endlich eine gescheite Waffe. Sehr schön. So, und jetzt wohin? Da runter, okay. Oder müssen wir hier... Ah ja, das war schon das, ne? Sehr schön. Die Kisten lassen sich nicht kaputt machen, okay. Da komme ich nicht rein. Da komme ich rein. Boah! Was war das jetzt? Voll erschrocken. Jetzt gerade erschrocken, ey. Schießt einer auf mich? Das kann natürlich sein, ne? Ich glaube, das könnte schon sein. Muss mal in Deckung gehen. Ist da einer? Ich sehe jetzt keinen. Oben auf dem Dach sehe ich auch keinen. Rein. Oh! Boah, scheiße, scheiße, scheiße. Boah, fuck. Okay, die sind aber easy. Die musste bloß abhauen dann. Boah. Die hätten noch ein paar mehr fiese Geräusche einbauen können. Alles verrammelt. So, where is everyone? Alles verrammelt hier. The whole town was evacuated after years of war. Atlas was too strong in the end. Atlas? Oh, sorry. These machine things that want to kill you. They're Atlas. Na, geh halt her jetzt. Yeah, yeah, I'm here, sorry. How long ago was this? Oh Mann, leg's halt jetzt hin. Nochmal eine Kiste. Nochmal eine Kiste. Hakovic was evacuated 10 years ago. Has it already been that long? Ich seh nix.
Hey, ich sehe nichts, wenn diese Scheißkiste. It sure seems to. Oh, wait, hold on a sec. Oh Gott. And who is this Rosendahl? Oh, Rosendahl. Ach, stell's halt. He's our king. He tried his best, but even he wasn't strong enough to fend off Atlas. I see. Well, over and out. I gotta think. And some drink or tea. Mann, nimm halt jetzt die Kisten vernünftig. Stunden später. What is happening here? Oh, Heilung. Geil. So. Riesenareal, ne? Wahnsinn. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach Walter, ne? Ja, man muss hier echt die Augen offen halten, weil hier liegt dann doch was rum und ein bisschen versteckt, ne? Schon geil hier mit diesen ganzen außerirdischen Gelump. Das ist schön mit den Speicherungen, also bisher kein Problem. Es ist echt angenehm, wie das Spiel speichert, sehr angenehm, ja. Oh, da steht einer. Gehen wir erstmal hier rein. Noch eine Schallplatte. Voll. Hm. Gut, dann könnten wir fast ein bisschen schießen auf den, ne? Ausgerutscht. Also mir macht es mächtig Spaß gerade, das Spiel ist richtig schön gemacht, gefällt mir. Ich finde bloß keine Zettel mehr und so, ne? Also es irgendwelche Hinweise oder so, gibt es jetzt gerade nichts mehr. Was war da zum Nehmen? Ah! Na, benutze es halt. Geht nicht. Ich hab doch eine Schallplatte. Hab ich. Okay.
Oh, meine Taschenlampe ist gleich alle. Mich voll überrascht. Ne? Wieso konnte ich ihn ja nicht weg? Das war jetzt heftig. Der hat auch vorhin gespeichert, das Spiel. Ach so, das war einfach so lange mal überlebt, okay. Ah, schade. Okay, dann. Ja, dann habe ich das nochmal alles abzugrasen hier schnell, ne? Aber ich glaube, das war relativ zügig, weil hier war doch nichts mehr, oder? Ne, hier war ja auch nichts mehr, okay. Oh. Sehr gut. Sobald die rauchen, sind die fertig. Okay, hier war die eine Kiste noch. Genau. Ja, manche sind hartnäckig hier. Oh. So eine Sau, ey. Den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber gut. Genau, da war ja auch zu. Bam, bam, bam. Hier drüben war ja nichts. Jetzt müssen wir Obacht geben. Ach, das war der, der explodiert ist. Okay. Ja, toll, dass das noch so einen weiten Radius hat und mich doch noch erwischt hat, ey. Okay, da war ja jetzt eigentlich nichts mehr. Da war was, genau. What happened here? Well, the whole town was evacuated after years of war. Atlas was too strong in the end. Atlas? No, sorry. You wouldn't know. These machine things. They're Atlas. Hello? Okay, das lassen wir jetzt mal schnell so. Und jetzt machen wir folgendes. Ich renne zurück, speichere schnell und dann komme ich wieder her. Weil dann brauche ich den Scheiß gar nicht mehr spielen. Aber ich komme nicht mehr hoch, ne? Scheiße, ich komme ja nicht mehr hoch. Na gut, dann. Aber war da nicht? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Sure seems to. Ich hoffe, ich habe eine. Oh, wait, hold on a sec. Hier war doch auch noch was Feines. Sorry. Jetzt können wir uns auf jeden Fall heilen. That's okay.
And who is this Rosendahl? Oh, Rosendahl. He was our king. He tried his best, but even he wasn't strong enough to fend off Atlas. I see. Well. Oh, hier ist noch eine Kiste drin. Over and out. I gotta think. And hier ist noch eine Kiste drin. Wie komme ich jetzt da rein? I'd concentrate more on fighting than thinking, but that's just me. Warte mal, da kann ich erst das verwenden. What the hell is happening here? Vielleicht komme ich dann da rein. Na, von hinten ist es flacher. Ah, ich komme nicht hin. Wie komme ich denn da rein? Vielleicht von der Seite? Ah, nehmen. Sehr gut. Sehr gut. So. Okay, da war ja nichts mehr. Und da oben muss ich jetzt aufpassen. Ich könnte natürlich jetzt auch erstmal da rein. Jetzt Spiel gespeichert. Wieso? Muss ich dann von vorne anfangen? Aber hier komme ich auf der anderen Seite hoch. Vielleicht ist es besser. Munition voll, okay. Ah ja, ein Schuss und du kannst es nehmen. Sehr schön. Das ist doch gut. Also ich komme hier nicht weiter. Dann muss ich doch da unten durch. Ist aber nicht weiter schlimm. Weil jetzt wissen wir ja schon mal, was auf uns zukommt. Da ist auch zu. Oh, wow, wow, da steht er doch schon. Aber den können wir noch mit dem kaputt machen. Komm her. Ja, ja, brauchst gar nicht Power. So, hier war doch auch noch was Schönes. Die Schallplatte. Munition, was ist das? Eine Schrotflinte. Ja, die habe ich vorhin übersehen. Gut, dass ich gestorben bin. Sonst hätte ich sie jetzt nicht mehr gehabt. Super geil. Halt, da ist auch noch was. Laden wir die gleiche mal. Gibt es überhaupt einen Schnellzugriff? 5 ist Schrotflinte. 1 ist Axt. 2 Ding, 3. Ah ja, sehr gut. Schnellzugriff. Hier war ja eigentlich auch nichts, ne? Das da war. Okay. Und der Zettel. Wie jeden Tag fuhr ich morgens um 5 Uhr raus, um meine Netze zu überprüfen. Gerade als ich den Beifang untersuchte, fühlte ich dieses tiefe Wummern aus dem Fjord selbst zu mir hochsteigend. Ich lehnte mich etwas über die Reling und konnte meinen Augen nicht trauen. Aus den Tiefen unter der Oberfläche strahlte dieses blaue Licht zu mir empor. Okay. Was ist das? Oh, Munitioner. Ja, das schauen wir noch mal gleich, wie die Schrotflinte ist.
Sehr gut ist die Schrotflinte. Wo ist er? Geil. Geil, jetzt wird's richtig spannend. Irgendwo ist der. Sehr gut. Okay, Leute, ich bin. Muss schnell warten. Ich muss schnell warten. Da spinnt wieder meine Audio-Software rum. Du brauchst die Taschenlampe, da geht nichts ohne. Sehr schön. Ah, ich muss die Schrotflinte gleich nochmal nachladen. Geleuchtet, oder? Ne, hat bloß so Anschein gehabt. Ist auch nichts im Regal. Aber hier ist doch was. Ja, sehr schön. Also Munition bekommt man genug. Das ist wunderschön. Sehr schön. Bis jetzt zumindest. Jetzt ist die Munition wieder voll. Müssen wir immer einen Schuss abfeuern, dann passt es wieder. Es gibt bestimmt auch Belohnungen, wenn man die Dinge abspielt. Okay, eins hoch. Ich würde ganz gern echt speichern können. Dieses Drecksteil, ey. Das gibt's nicht, wie das noch auf einen zurast und dann noch. Wahnsinn. Keine Chance gehabt auszuweichen. Gut, jetzt könnte schon mal ein bisschen was passieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist doch ein bisschen. Ja. Was haben wir da hinten? Da ist zu. Da haben wir noch einen Raum. Oh, da kann man raus. Nein! Lass mich rein, ich habe noch nicht alles durchsucht. Tape recording from the last industrial festival. 10 years of peace and safety. 10 years of industry. Walter? Citizens of Hackavik. What? This is your Walter, wait. Walter ist König. That's Walter's voice. What's going on here? Atlas failed to diminish us.
his first name? We are still here, and we this is the man forever. I'm looking for. Where is Enjoy he? This year's fair. Who's stand strong against the metallic evil outside you our city walls. You're looking Ach komm, for jetzt kann man immer zurück. No, no. Yes, I'm looking for Walter. Walter Rebel, not Rosendahl. But this is King Rosendahl. Walter Rosendahl. It's his voice, his recording. Even the statue. I understand. And I don't know what's going on here. His voice. His statue. I'm so confused. I want answers. Der hat es alles erfunden, den ganzen Kram da. Then help me. Where is he? It's like I said, he left the city after the evacuation he organized. Just continue your way to the town hall, to his old office. Maybe you can find out where he headed out to. What's the fastest way? You have to cross the old Rosendahl factory in front of you. After that, you can't miss it. Walter Rosendahl? Are you kidding me, Walter? Ah, ich glaube, der verarscht uns ein bisschen, den Walter. Schauen wir uns nochmal schnell um. Ich ärgere mich gerade, dass ich jetzt das Haus nicht mehr durchsuchen konnte. Aber ich glaube, hier brauchen wir schärfere Geschütze. Das schaut so aus. Oh. Oh. Wow. Fett, ey. Ist ein bisschen erschrocken gerade. Na komm her, komm her. Wo ist er denn? Wow. Jetzt scheint es zur Sache zu gehen. Oh. Das gehört mir nicht. Das Geräusch. Und ich habe noch nicht gespeichert. Ich habe noch nicht gespeichert, Leute. Oh, da steht schon einer. Bleib da. Bleib da. Da ist auch noch einer. Den machen wir so auch fertig. Bleib da. So. Dann können wir uns mal heilen. Noch ein Fläschchen? Sehr gut. Jawohl. Da ist zu. Da geht's wieder hoch. Da stand noch ein Fläschchen da drüben. Dann heilen wir uns nochmal. Was soll's? Sehr schön. Oh, der schießt. Soldaten drüben.
wahrscheinlich müssen wir da raus, aber hier steht noch einer. Mensch, dass er Anna immer erwischt, ne? Noch. Was haben wir hier noch? Ja, war der auf dem Klo oder was hier? Ah, da ist noch ein Zettel. Der Mann aus einer anderen Welt wird sich bei den Wahlen gegen Dominik III. Stellen. Während einer öffentlichen Wahlveranstaltung im Institut für angewandte Wissenschaften Hakavik erklärte Rosenthal, dass Hakaviks einzige Hoffnung ein klarer Schritt gegen die nahe der Gefahr, die er Atlas nennt, ist. Weiterhin stellt er unglaubliche Erfindungen inklusive einer völlig neuen Energiegewinnungsquelle, die Kohle und Dampf schon bald ablösen könnte, vor. Die andauernde Unzufriedenheit im Volk spielt Rosenthal in die Hände. Wenn Rosenthal diese Wahl gewinnt, können wir uns auf große Veränderungen gefasst machen. Wenn er verliert, muss Dominik III. Seine Stärke gegen die lauernde Gefahr beweisen. Okay, Rosenthal hat gewonnen. Wir werden jetzt da raus müssen. Ich habe doch vorhin ein Scharfschützengewehr genommen. Warte mal, ich gehe nochmal erst hoch. Ich gehe hier erst nochmal hoch, bevor ich mich denen stelle. Weil vielleicht kann ich von oben ganz anders agieren. Nee, schade, da ist nichts mehr. Dann muss ich da wohl raus. Okay, war nicht allzu schwer, aber... Ich hätte so gern jetzt mal einen Speicherstand wieder gehabt. Weil das gefällt mir gar nicht, dass ich jetzt nicht speichern kann. Das gefällt mir gar nicht. Da drüben ist bestimmt was zu holen. Aber wenn die runterfallen, sterbe ich halt, ne? Und dann sterbe ich auch noch, ne? Darf ich jetzt alles von vorne machen? 19.13 Uhr, ne. Das muss ein relativ nahe auf einmal hinter mir, ey. Jetzt muss man aber Nägel mit Köpfen machen hier, weil sonst... Aber bin ich froh, dass ich jetzt den Save Point habe. Das war jetzt echt... nicht schlecht. Ja, dann muss man das nochmal aufheben hier. Und da nochmal rüber gucken. Da stand doch auch noch einer drin. Aber der ist gar nicht mehr da, ne? Hier war doch noch was zu holen. Ach, das ist weg, okay. Und da oben war... auch nichts mehr. Ne, 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 da war nichts mehr. Okay, sehr schön, sehr schön.
Okay, alles nochmal nachladen. Scheiße, geht nicht. Gut. Nicht sterben. Ich gehe jetzt erstmal die Leiter hoch. Dann heile ich mich mal. Und vielleicht ist es ja ein... das Ding da raus hab. Aber ich muss darüber, ne? Ich muss darüber, über die Bretter. Okay, okay, ich muss über die Bretter. Dann bitte lass mich nicht sterben. So, bitte Leiter. Leiter, Leiter. Oder wo soll ich jetzt hin? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich muss dann wieder da hoch, oder? Ey, ihr könnt mich doch jetzt nicht da so hocken lassen. Wo soll ich denn jetzt bitte hin? Hä? Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Wieder zurück? Nee, oder? Boah, das sagt mir jetzt gerade gar nichts, ne? Das kann man wieder einbauen, okay. Funktioniert zumindest nicht mehr. Kein Schimmer, was ich machen soll. Aber zurück geht's doch nicht. Da drüben war ja auch gar leider. Es war ja nichts. Da kann ich wieder rüber, okay, aber...
Oh, meine Taschenlampe ist ziemlich empty. Gut, das war ja nicht alles, ne? Ich muss ja irgendwie durch die Fabrik, hat er gesagt. Das hört sich nicht gut an. Wieso kann man die jetzt nicht nehmen? Etzer. Da war ich noch nicht drin, ne? Mann, ich brauche eine Schreibmaschine, verdammt. Batterie wäre mal gut wieder. Ah. Boah, habe ich jetzt Glück gehabt. So, ich nehme mal noch ein Fläschchen. Die Schrotflinte ist schon saugeil. Okay, ich geh nochmal zurück. Ausgetrickst, mein Kleiner. So, ich geh nochmal da zurück. Ich schau nochmal, ob da was noch rumlag, bevor ich jetzt weitergehe. Hier ist ein schwebender Bolzen. Da komme ich ja gar nicht mehr rein hier, ne? Ne. Schade. Da wäre bestimmt noch was gelegen. Brief. Naja. So, hier waren wir ja schon. Ja. Da waren wir auch. Dann ist das der einzige Eingang, ja. Sau hat auf mich gelauert, ne? Du läufst mir nicht davor. So, ich brauche eine Kiste. Kiste, um mich hochzustellen. Oh, das sind lauter Wägen, wo was drin ist. So, mein Freund, so schaut es aus. Okay, da ist nichts drin. Da ist das nächste Ding, was ich machen muss. Oh, der kommt hoch, oder? Ich sehe da nichts mit der Kiste davor, ey.
alle klein zusammenhacken. Da ist noch gutes Zeug drin. Munition voll, das gefällt mir gar nicht. Das müssen wir alles nehmen. So. Nachladen. Die auch nachladen und die 5 auch nachladen. Schade, dass ich das Sniper nicht habe. Das war bestimmt irgendwo rumgelegen. Bleib halt stehen. Ja. Oh, der explodiert gar nicht. So, jetzt sind hier lauter. So sehe ich gerade. Da oben ist was zum Hochklettern. Beziehungsweise da kann man dann hoch, ne? Oder kann man da runter? Das ist schon komisch gemacht hier. Da. Komme ich jetzt da runter? Muss ich da jetzt springen? Aber nicht, dass ich hier irgendwie, wenn ich springe. Ich denke schon, dass man die alle leer machen muss. Ah, das ist Munition nochmal. Nimm's. Was ist denn das? Hä, was? Ist doch Munition, oder? Wieso nimm dann die nicht? Nimm die Munition. Normalerweise nimmt er, wenn ich ein bisschen schieße. Ne. Einmal noch. Schade. Na gut, du kannst nichts machen, ne? Aber ich bin ja eigentlich gut versorgt, sage ich mal, mit der Munition. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt haben wir hier die Kiste. Hä, der nimmt ja gar nichts. Schade. So viel gute Munition und ich muss sie liegen lassen. Okay, das ist Sackgasse. Wie komme ich jetzt? Also ich komme da hinten, komme ich jetzt hoch. Das habe ich schon von oben gesehen. So. Einmal hier und dann einmal rüber. Ah! Oh, ich hab's gewusst, dass ich runterfalle. Weil man einfach zu hektisch ist. So. Zweiter Anlauf. Stell dir einfach vor, unten sind Zombies. Jetzt. Mit der richtigen Motivation geht alles. Halt! Jawohl. Ah, safe. So, was haben wir hier? Nimm der mit, jawohl. Jetzt bin ich hier oben, okay. Und dann, wie komme ich jetzt? Jetzt bin ich auf der Hütte. Muss ich da in die Hütte rein?
Nee. Was soll ich jetzt hier machen? Brettchen schmeißen. Tja. Und jetzt? Jetzt bin ich hier oben. Das hat mir jetzt nichts gebracht. Entweder sehe ich es gerade nicht oder... Aber unten habe ich doch auch schon überall geguckt. Unten kam ich doch nicht weiter. Unten war kein Durchgang. Hier war jetzt auch nichts mehr. Das hat bloß... Oh, da drin sind welche. In dem Gebäude sind welche. Aber da ist doch kein offenes Fenster, oder? Nee. Aber hier oben komme ich auch definitiv nicht weiter. Also ich sehe zumindest jetzt... Was haben wir denn aktuell? Wieso geht jetzt das nicht? Ein bisschen ein Hänger hat es gerade. So, und jetzt? Da ist doch kein... Na toll. Na, ich halte mich mal kurz. Wenn einer mal was schreibt, wenn er im Chat ist, dann wüsste man vielleicht mal was. Tja, jetzt bin ich hier unten und letztendlich dient es ja nur dazu. Ja, jetzt weiß ich, wieso ich da hoch muss. Letztendlich dient es ja nur dazu, dass ich zurückkomme. Ah ja, ich weiß. Das war ja. Ich weiß. Ich war ja da vorne, habe ich ja noch nicht weiter geguckt. Das heißt, ich muss runterspringen, jawohl. Also ich muss jetzt darüber. Und dann muss ich ja ganz klar da hinten wieder durch. Ja, genau. Da geht's doch weiter, oder? Oder geht's da nicht weiter? Wie komme ich in die Fabrik da rein? Oh, das ist schon ein bisschen verzwickt, ganz ehrlich. Dann muss ich da wieder zurück. Jetzt kann ich da hoch. Sehr schön. Ja, sehr gut. Aber ich hätte so gern, hätte ich jetzt... Hey, you still there? Tell me about Rosendahl. Spiel gespeichert, Gott sei Dank. Where did he come from? Well, he arrived here just like you. One day he just appeared in the Institute to all the scientists' surprise. I can imagine. He had so much knowledge. He was
something like... an angel. An angel helping us, selflessly, to fight the machines that had plagued us for so long. An angel with many secrets. Well, I imagine that as a king, you've got to keep quite a few things close to the chest. Speaking of secrets, what is your relationship to him? Well, we, you know, love each other. We're a couple. You know, in theory, that essentially makes you the queen of Hackavik. Our queen of ruins. With only one subject, as it seems. Well, better than an old man in a wheelchair, if you ask me, Your Majesty. Oh, come on. Sehr gut. Jetzt will ich mich bloß da draußen nochmal schnell umgucken. Ob ich da nicht irgendwas vergessen habe. Dann kann ich immer noch zum Tor rein. Weil da war ja noch was drüben. Da war ja noch... da auch noch was zum Gucken. Okay. Alles leer. Schade, hab gedacht, da finde ich was. Das sind auch noch Unterlagen. Jawohl. Da steht noch irgendwas rum. Nee. Ach, schade. Doch nichts mehr hier oben. So, Spiel gespeichert. Sehr schön. Da würde ich mal sagen, an der Stelle mache ich jetzt mal einen Cut und wir spielen das nächste Mal weiter. War schön, dass ihr dabei seid. Hat mich gefreut. Und also ich persönlich mag das Spiel ultra gern. Es hat was. Passiert ein bisschen wenig, muss ich ehrlich sagen. Hätte man noch ein bisschen mehr... keine Ahnung. Muss ich mal drüber eruieren, aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, gell? Ciao.